So, hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Danke fürs Einschalten. Mein Name ist Mashed8 und heute geht es um die Aufsätze, beziehungsweise eher Teil 2 der Aufsätze. In Teil 1 ging es um die Griffe und wie diese jetzt zusammen in Verbindung mit anderen Laufaufsätzen, wie zum Beispiel dem Schalldämpfer oder der Mündungsbremse funktionieren, erfahrt ihr hier. Bei den Griffen ist sofort aufgefallen, dass man dort wirklich ausschließlich Vorteile hatte, diese zu nutzen. Das heißt, hatte man einen freigeschaltet, hat man diesen auch in der Regel verwendet. Bei den Laufaufsätzen gibt es aber jeweils einen oder mindestens einen positiven, aber auch einen negativen Effekt. Optimalerweise sollte man hier also versuchen, mithilfe der Griffe den Negativeffekt des Laufaufsatzes auszugleichen. Ein Beispiel kam ja auch schon von meinem Kollegen Levelcap, und zwar hat er hier die Mündungsbremse in Verbindung mit dem Kurz- bzw. Rundgriff verwendet. Die Mündungsbremse hat den Vorteil, dass man hier 25% weniger vertikalen Rückstoß bekommt, was es natürlich deutlich schöner und einfacher macht, die Waffe zu kontrollieren. Der Negativeffekt bei diesem Aufsatz kann aber mindestens genauso viel Auswirkung haben wie der positive. Das heißt, 30% mehr Streuung ist natürlich jetzt nicht so schön, denn selbst wenn ihr halt auf den Gegner schießt oder anvisiert, könnt ihr eventuell nichts mehr treffen. Das heißt, das merkt man auch wahrscheinlich auch schon im Hintergrund-Footage, dass manchmal einfach keine Hitmarker kommen. In Kombination mit einem Rund- oder Kurzgriff ist es aber trotzdem ziemlich gut zu gebrauchen, denn diese verbessern die Genauigkeit, also eher gesagt die Streuung in dem Fall. Durch die Mündungsbremse hat man zwar mehr Streuung, aber Rund- oder Kurzgriff sollten also dagegen wirken, sodass man im Prinzip das gleiche Setup wie davor hatte, nur dass jetzt die Waffe etwas weniger Rückstoß haben sollte. Ein weiterer nützlicher, wenn nicht ganz so nützlicher Aufsatz ist der Schalldämpfer. Hier gibt es übrigens keine Unterschiede zwischen den verschiedenen Versionen, die sind wirklich alle gleich. Vorteile des Schalldämpfers sind relativ einfach und aber auch offensichtlich, muss man ja schon so sagen. Die Waffe wird natürlich leiser und man wird nicht auf der Minimap angezeigt, wenn man denn schießt. Wenn man gespottet wird, wird man natürlich trotzdem angezeigt. Die Nachteile drücken hier aber umso mehr ins Gewicht, das heißt die Kugelgeschwindigkeit wird auf 300 oder auf ca. 300 Meter pro Sekunde gesenkt, was echt nicht optimal ist. Das kommt auf die Waffe an, aber in der Regel kann man wahrscheinlich so sagen, dass es halb so schnell wird, die Kugel. Und das ist natürlich nicht so optimal. Außerdem gibt es zusätzlich dann hier noch 20% mehr Streuung, wenn man aus der Hüfte feuert, wenn man stillsteht oder anvisiert schießt oder anvisiert und bewegt und so weiter und so fort, verändert sich das nicht. Persönlich habe ich den Schalldämpfer am Anfang zumindest auf so gut wie jeder Waffe gespielt. Die Vorteile sind einfach ziemlich gut zu gebrauchen, wobei die Vorteile sich auch sehr beschränken. Das heißt, es wird euch hier wahrscheinlich keinen spielerischen Vorteil im Sinne von, die Waffe wird einfacher zu kontrollieren sein geben, sondern eher den spielerischen Vorteil im Sinne von, der sieht mich nicht auf der Minimap und ich kann jetzt ein bisschen besser flanken. Diese Vorteile sind aber eher Vorteile, welche auf Zufallsfaktoren basieren, denn es kann immer passieren, dass euch einer spottet und dann ist die komplette Funktion dieses Schalldämpfers nicht mehr zu gebrauchen. Unser alter Superstar, der schwere Lauf aus BF3, feiert ein Comeback in Battlefield 4 und hier ist er nicht mehr ganz so gut. Der Vorteil ist ganz klar, und zwar hat man hier 50% weniger Streuung, wenn man denn den 50%igen Aufschlag vom horizontalen Rückstoß kontrollieren kann. Die Extragenauigkeit ist zwar wirklich echt nicht schlecht, aber ich bin selber kein großer Fan von diesem extra Rückstoß, den man dazu bekommt. Wenn ich diesen Aufsatz also benutzen würde, wäre es wahrscheinlich auf Waffen, welche sowieso keinen hohen Rückstoß haben, beziehungsweise bei Waffen, welche ich sowieso im Feuerstoßmodus benutze. Im Feuerstoßmodus hat man nämlich den Vorteil, dass es nicht nur die Feuerrate mancher Waffen verändert bzw. erhöht, sondern auch, dass die ersten zwei Schüsse genauer sein sollen, als wenn man einfach im automatischen Feuermodus schießen soll. Das heißt, das ist eine In-Game-Veränderung, die hier vorgenommen wurde, um den Feuerstoßmodus etwas zu buffen. Wer also jetzt mit dem schweren Lauf spielen möchte, dem würde ich mal ans Herz legen, den angewinkelten oder Klappgriff auch in Kombination damit zu benutzen. Weiter geht es auch schon direkt mit dem nächsten Aufsatz, dem Mündungsfeuerdämpfer, welcher meiner Meinung nach eher nutzlos ist, weil er wirklich nur das Mündungsfeuer reduziert, aber auch dafür keinen anderen Nachteil hat. Das heißt, dieses Teil ist nicht mit der Mündungsbremse gleichzusetzen, welche ich ganz am Anfang vom Video angesprochen hatte.
Der nächste Aufsatz, der Kompensator, kann da schon etwas mehr. Im Prinzip ist das hier ein Aufsatz, genau wie es auch die Mündungsbremse ist. Allerdings haben sie hier horizontal mit vertikalem Rückstoß getauscht. Ich persönlich finde vertikalen Rückstoß immer ein bisschen mehr, worum ich das schöner finde, wenn es dort reduziert wird. Wenn es also darum ging, einen von den beiden zu benutzen, Kompensator oder Mündungsbremse, wäre es bei mir immer die Mündungsbremse. Nochmal kurz zum Ende, Laservisiere, grün oder rot, haben beide die gleichen Daten, allerdings haben sie halt visuelle Unterschiede, grün und rot. Das war jetzt relativ einfach erklärt. Zu den Daten allerdings 25% weniger Streuung beim Schießen aus der Hüfte und 33% weniger Streuung beim Schießen aus der Hüfte beim Stehen und Bewegen. Das heißt, gerade wenn man sich halt um Ecken bewegt, wird euch dieser Laser oder das Laservisier wirklich viel helfen. Der Unterschied vom grünen zum roten Laservisier ist nur, dass man den roten etwas einfacher sieht. Also der Blendeffekt ist etwas höher und das werdet ihr auch sehen, wenn man halt weit von einem Gegner entfernt steht, wird man auch schon so einen Punkt sehen, auch wenn er nicht auf euch drauf guckt. Und genau das ist halt mit dem roten etwas mehr präsent als mit dem grünen, worum ich den grünen irgendwie cooler finde. Wer so mindestens genauso cool sein will wie ich oder auch natürlich Sam Fischer, sollte auf jeden Fall das grüne Laservisier benutzen. Coolness hin oder her, wir sind hier am Ende vom Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und dass ich euch so ein bisschen was über die Aufsätze bzw. die Kombinationen von Aufsätzen erklären konnte. Alle Daten gibt es natürlich nochmal auf synfake.com, Link ist in der Beschreibung nachzulesen. Danke fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.